denke, die Frage muss ich beantworten, was ich tun muss, um das Geschäftsmodell zu zerstören. Weil dann kann ich die Frage beantworten, welche Maßnahmen ich ergreifen kann, damit letztendlich das Geschäftsmodell auch in der Zukunft überlebt. Und ich muss selbstverständlich dafür sorgen, dass ich immer wieder das Geschäftsmodell auf die neuen Gewohnheiten und Trends immer wieder anpasse. Ja, ein systematisches Vorgehen gibt es, das ich selbst entwickelt habe. Es sind 6 Phasen und bewege mich immer wieder in den 6 Phasen, indem ich mich inspirieren lasse. Ich nehme den Status quo auf, ich gehe dann weiter und entwickle Dinge weiter, so dass ich immer wieder quasi in den 6 Phasen in der Bewertung dann feststelle, ja, ich bin noch auf dem richtigen Weg. Ja, vom Vorgehen her komme ich immer von der Volkswirtschaft über die Gesellschaft, über Marktorganisation bis hin zur Technologie. Schau, welche Trends sind für mein Business gültig und dann werden diese Trends mit entsprechenden Werten, ja, Wertangeboten, dann entwickelt Ideen, die diesen Trends folgen. Und damit gibt es dann schlussendlich auch Wertangebote, die dann die Kunden annehmen, die werden dann geprüft, wird ein Prototyp gemacht und am Ende, ja, steht schlussendlich dann ein Geschäftsmodell dahinter.